Hallo und herzlich willkommen zurück zu Boxes Lost Fragments. Wir sind jetzt immer noch in Kapitel 4. Wahrscheinlich die letzte Box. Und wir lassen uns gar nicht lang aufhalten, sondern fangen sofort an. Schau uns die Box an. Und das sieht doch schon einmal sehr, sehr interessant aus. Da komme ich nicht dran. Okay. Da scheint irgendwas zu fehlen, irgendeinen Mechanismus. Da kann ich auch nirgendwo dran drehen. Ne. Die Dinger kann ich nicht verschieben. Da kann ich nichts verschieben und da auch nicht. Also dann fehlt hier definitiv was. Gut. Da liegt irgendwas drin, das wir mal brauchen. Das könnte ich mir vorstellen. Gehe ich hier mal. Gut. Irgendwie musste ich ja da eins passen, ne? Das wäre ja ein Lacher, ne? So, was ist das jetzt? Das sieht nicht so aus, als wenn man irgendwo einen Mechanismus auslösen könnte. Aber wir haben was zum Lesen. Im Laufe der Zeit entwickelte Aurora ein Talent für Prophezeiungen. Ihre ausführlichen Aufzeichnungen enthielten oft nicht mehr als Anspielungen auf die zukünftigen Ereignisse, auf die sie sich bezogen. Und Texte, die tatsächlich Erzählungen erhielten, erzählten nur Teile einer größeren Geschichte. Alles schien jenseits des menschlichen Verständnisses zu liegen, als ob es auf eine Art verschlüsselt wäre, die nur sie verstand. Konnte ich da irgendwas machen? Nee, da geht ja hier wieder durch. Das heißt für uns, wahrscheinlich kommt diese Scheibe mal ganz dezent da rein. Ah ja, okay. War ja einfach. Oh je. Aha. Ich habe im Moment keine Ahnung, was mir das sagen soll. Ich habe hier 1, 2 und 3. Ich verstehe den Sinn noch nicht ganz dahinter. Also der dreht sich immer einmal, der zweimal und der dreimal. Also ich verstehe den. Aha, okay. Okay.
Okay, also ich kann die Dinger verschieben, das ist ja in Ordnung. Das Problem an der Sache ist, wie zum Geier soll ich da was anordnen? Das ist das, was ich nicht so ganz verstehe. Der müsste mal darüber, dass man den kriege. Dann müsste die 3 daher und da die 2. So läuft die Sache, also. Ich hab mir schon fast gedacht, ne, also. Okay, der hat 1, 2, 3. Der hat auch 3. Haben wir das mal so? Nicht gut. Das immer so. Ja, Gott, nochmal, das kann doch wohl nicht angehen, oder? Ne, der Enser darf da nicht her. Der Enser muss da her. So, jetzt haben wir hier die 1, hier die 2 und hier die 3. Dann müsste es passen. Perfekt. Um Himmels Willen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Kann ich den nicht verschieben? Nö. Also, da brauche ich anscheinend noch was. Ah ja. Okay. Gut. Drehbarer Griff. Der hat eine sehr seltsame Form. Die Frage ist, ah ja. Was will dieses Ding mir sagen? Am besten gar nichts. Ne, also da kann ich noch gar nichts verschieben. Also ich hätte ja gesagt, man muss das irgendwie darüber schieben, dann das Ding rumdrehen und ach, was passt da nicht? Keine Ahnung. Den hatten wir. Was ist das? Ah ja. Ich gehe jetzt. Mal stark davon aus, dass es da irgendwo noch ein zweites Teil gibt. Da liegt's. So, jetzt ist die Frage, wo zum Geier kommt das hin? Müssen wir das da irgendwie? Ne. Irgendwo muss das ja hin.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das da dran gehört. Also das wäre ja ein dicker Hund, also. Warte mal. Kommt auf jeden Fall irgend sowas wie ein Ziegenkopf oder was das auch immer darstellen soll. Das sind zwar solche Dinger. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden. Das hin soll. Was ist denn das überhaupt für ein Sieht es also aus. Okay. Was zum Geier soll der Scheiß? Ich habe keine Ahnung. Der zeigt mir ja nicht, was ich wo was hin soll. Das ist ja das Schlimme. Ich glaube, ich hab's einigermaßen verstanden. Dieses Ding muss darüber. Der muss darüber. Der muss darüber. Also so. Okay. Die Eule muss definitiv darüber. Das Schild ist da, der ist da, der ist da. Der Vogel ist da drüber. Also muss der darüber. Das Schild haben wir da. Das ist gar nicht mal so schlecht, weil der muss nämlich da her und das muss dann noch darüber. Der stimmt, der stimmt, der stimmt. Was ist denn mit dem Ding da überhaupt? Ach, der muss auch noch rüber, okay. Der muss rüber. Und der muss rüber. Der Schilder, der muss da noch. Wo ist denn das Schild? Ach, das ist das da. Okay. Der ist da. Der ist da. Der ist da. Der ist da. Der könnt da hin. Bloß, wo ist denn der? Also, das ist da, ja, gut, der ist da, der da. Jetzt müssen wir das natürlich so anordnen, dass das auch alles passt, ne? Das ist jetzt natürliche Sache, ne? Das ist, oh, leckt mich doch am Arsch, du. So. Nach dem Küm. So.
So. Nein, falsch. Warte mal. Da müsste ich eigentlich das Viech da. Gut. Jetzt muss der doch normalerweise mit dem. So. Und wenn ich den jetzt rummache, müsste es eigentlich passen. Mal abgesehen. Jo, genau, passt mal auf. Jetzt drücke ich den. Nein, was machst du dann? Das stimmt doch hin und vorne nicht, was ich jetzt gemacht habe. Jetzt habe ich es wieder total verschoben. Ja, die zwei müssen verschoben werden. So, der muss nochmal weg. Okay, also der und dann kommt der Geist. Und jetzt kommt die Sonne. Ne, Moment mal. Der muss immer rüber. Ach, was macht er dann? Der muss einmal weg. Der kommt praktisch nach dem. Das heißt, jetzt der, dann kommt der, dann kommt der. Jetzt stimmt's. Jetzt muss der rumdrehen. Jetzt haben wir die schon einmal passend. Gut. Oh, ihr Männer. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich in ungefähr 3 Stunden. Gut, okay. Der dreht sich jetzt so rum. Mhm. Das heißt, der und der stimmt. Hinter dem muss der muss definitiv mal weg. Und zwar kommt der. Warte mal, die drehen sich so rum. Das heißt, der muss nach vor dem. So. Ne, der muss daher. Oh, ihr Leid. Also die zwei Stimmen ja. Der muss nur mal weg. Der muss doch nicht. Muss er nicht. Oh, eins zu viel, der muss sich mit dem tauschen. Ich das jetzt richtig, dass die drei passen. Gut. Jetzt muss ich doch. Ne, falsch. Der
muss an die Stelle. Gut. Und der muss an die Stelle. Gut. Jetzt muss ich eigentlich nur noch den rumdrehen, dann müsste ich es doch haben. Aha! Gottes Wille, ey! Alter! Es hat ein bisschen gedauert, aber ich habe es gepackt. Das ist doch in Ordnung. Ach, ich bin noch gar nicht fertig. Aha, okay, alles klar. Dann können wir mal so rein. Ja, da ist ein Gong. Das ist echt toll. Da ist nichts mehr, also irgendwas. Da kann ich nicht mehr her. Da kann ich auch nicht mehr her. Ja, was ist denn da? Oh, leck mich doch am Arsch. Ey, das, da musst du erst einmal drauf kommen, gell? Also. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo zum Geier kommt was hin? Gottes Wille. Da ist was Viereckiges. Das ist doch bestimmt der da. Nö. Der? Jetzt vielleicht. Auch nicht. Gut. Gut, den hätten wir schon mal. Da sehe ich was Rundes. Wo haben wir noch was? Also ich bin der Meinung, wir haben ein Pferd. Irgendwo auf das Ding muss dieser blöde Gaul hin. Die Frage ist wo? Was muss der vielleicht da hinten hin, oder was? Mir ja denken können.
So, jetzt muss das Ding eigentlich nur noch nach oben. Die Frage ist, wo kommt dieses blöde Ding hin? Da vielleicht? Wo kommt... Ne, das sind alle da. Irgendwo. Wo kommt dieses Scheißding hin? Also ich sehe es nicht. Ich bin blind. Naja, okay. Natürlich. Muss es doch irgendwie einen bestimmten Trick geben. Das ist natürlich. Also entweder müssen die alle miteinander verbunden sein oder. Da ist irgendwas faul. Ich verstehe das nicht. Da muss doch da irgendwie... nicht so. Wenn ich das doch so gucke, so, so, dann geht er. Das ist doch der. Oh ne, warte mal. So. So. Warte mal, wir haben jetzt. Der ist das. Der ist das.
Der da, dann geht er rüber. Dann muss ich jetzt. So. 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 Und so. Oder die Wolfe? Das ist gar nicht mal so schön schlecht. Die wilde Arsch, ist das wieder mal ein geiles Rätsel gewesen. Das ist sowas, sowas gefällt mir. Das gefällt mir einfach. Die letzten vier würde ich sagen, ne? Aber das nächste Rätsel gibt es leider erst im nächsten Video. Tut mir leid, Jungs, so lange müsst ihr noch warten. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben macht. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich sag hier vielen Dank fürs Einschalten und tschüss, ciao mit V und grüßt mir die Hühner.